Seid gegrüßt, euer Wulfmangan hier zu der BL Pro Karriere in NHL 2017 mit dem ersten Part. Die, die meinen Kanal verfolgen, denken sich jetzt wahrscheinlich, hä, wieso erste Teil? Zwei waren doch schon oben. Jupp, das ist richtig. Ich muss das Ganze allerdings nochmal neu starten. Es gab einige Probleme. Und zwar ist meine PlayStation 4 abgeschmiert und hat mir dann einfach mal, ja, den Spielstand von BL Pro gelöscht. Gott sei Dank keinen weiteren. Und jetzt geht es los. Wir erstellen hier erstmal unseren Pro, so wie letztes Jahr ebenfalls Wolf. Und der Nachname, wie sollte es anders sein? Mangan. So. Position Center, Torhüter, nein. Verteidiger auch nichts. Rechtsaußen, linksaußen. Letztes Jahr haben wir ja rechtsaußen gespielt. Dieses Jahr spielen wir linksaußen. Trikot Nummer 18, Spielmacher, Scharfschütze, Power Forward, Two-Way. Angreifer, Vollstrecker, Grinder. Letztes Jahr haben wir ja den Spielmacher gemacht. Ich glaube, dieses Jahr versuchen wir es mal auf Seiten des Scharfschützen. Kommentatorennamen. Da hatte ich geguckt, Mangan gibt es nicht, Wolf auch nicht. Ups, verkehrte Richtung. Achso, okay. Man kann es dann doch nicht so machen. Da müssen wir hier nochmal gerade schauen. Aber ich bin der Meinung, Miller, Mills, Millmann, Mystery, Mitchell. Nein, Mangan gibt es nicht. Dann nehmen wir... Und zwar Wild Wing. Weiter geht's mit der Erstellung unseres Charakters. So, Details. Scharfschütze links. Schusshand rechts. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn man links außen spielt, ja, wenn die Schusshand dann auf der rechten Seite ist, ist das Ganze etwas... ja, angenehmer zu steuern, als wenn sie auf der linken Seite ist. Größe, würde ich so sagen, lassen wir so. Gewicht machen wir 90,1. Ich glaube, meine Originalgröße geht nicht. Nee, nicht wirklich. 1,70. 1,62. Egal. Machen wir 1,88. Kämpfen selten. Geburtsmonat September. Und Geburtsjahr. Geburtstag 6. Stadt wie auch letztes Jahr. Und auch noch kommende Jahre. Natürlich Hannover. Und Geburtsland. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich Schottland genommen. Dieses Jahr nehme ich Deutschland. Das Aussehen. Als erstes einmal den Bart. Da haben wir ihn. Bart, Farbe. Dunkelbraun. Braun. So. Könntest du dich mal bitte einen kleinen Ticken, verkehrte Richtung, drehen? Jupp, das passt ganz gut so. So sieht mein Bart momentan auch aus. Und während der Playoff können wir ihn ruhig ein wenig
Wilder wachsen lassen. Nee, das ist etwas zu wild. Ja, ein bisschen Bart, bisschen mehr Bart, das geht. Soweit so gut. Kopfform. Männlich. Ich weiß gar nicht, welche Form ich genommen hatte. Nee, ich glaube, die war etwas kantiger. Jetzt muss ich noch mal schauen. Ich fand, die hatte eigentlich ganz gut gepasst. Auch zu meiner persönlichen Kopfform. Nein. Oh, das passt ganz gut. So, Augen, Augenfarbe. Schade, dass nicht so viele Augenfarben vorhanden sind. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was für Augenbrauen habe ich denn? Nee, wirklich nicht. Ja, ein bisschen mehr habe ich schon. Ja, das ist ganz okay. Farbe braun. Und dann jetzt noch die Haare. Da hatte ich mir schon eine Frisur rausgesucht. Machst du das? Nein. Da haben wir sie. Das im Hintergrund ist übrigens gerade meine Frau, die sich die Nase putzt. Falls ihr das gehört habt. So. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Jawohl. Soweit, so gut, was den Kopf oder das Aussehen betrifft. Jetzt schnell zu den Rüstungen oder der Ausrüstung. So, Helmtyp. Dieses Jahr CCM. Nein, die brauchen wir nicht. Na. Gehst du mal zurück. So. Bup, das Teil. Und dann noch die Farbe Rot. Helmtyp haben wir. Die Schulterpads. Entweder small. Oder beziehungsweise klein oder groß. Wir nehmen große Schulterpads. T-Shirt lassen wir so. Die Handschuhe. Ja, sponsert bei CCM. Nein. Den Schlägertyp. Genau, jenen Schafftape brauchen wir nicht. Schafftape Farbe ebenfalls nicht. So. Genau. Jetzt noch die Farbe. Und zwar die Blattfarbe nehmen wir Rot. Und die
Die Blattfarbe. Jetzt kommt die Schaftfarbe. Würde ich sagen, ebenfalls rot. Soweit so gut. Das lassen wir. Hosen und Socken, die lassen wir so, wie sie sind. Und dann noch die Schlittschuhtypen. Power Wiper. CCM Track, CCM Super Track. Reebok, nee. Wir nehmen die Super Track. Farben der Schnürung. Ja, die können wir eigentlich so lassen. Kufenfarbe finde ich geil, dass man die umändern kann. Rötlich. Und Zone 2 der Kufenfarbe. So. Na. Nee, wir lassen sie auf schwarz. So. Wobei, bei der Schnürungsfarbe werde ich noch mal gerade was gucken. Ja. Rot. Und das, was schwarz ist. So ein schönes... Upsala. Na kommt. Na. Gelb. Jupp. So sieht das Ganze doch schon mal ganz annehmlich aus. So, zurück. Ausrüstung haben wir. Den Torjubel. Da muss ich jetzt gucken, ob ich den im Torjubel zu benutzen. Jupp. Also, leise sein, nein. Nein. Und zwar gab es ja auch einen Torjubel, den man durch die Digital Deluxe Edition bekommen hat. Ich nehme jetzt allerdings Torjubel 33. So. Und dann geht's aufs Fortsetzen. Änderungen speichern. Ja, klar. Wo starten wir? Bei Memorial Cup? Nein. NHL-Team wählen? Nein. In der CHL starten? Ja. Und zwar in der OHL. Bei, da haben wir sie, den Flint Firebirds. Mit welchem Alter? Ich würde sagen 18. Hier haben wir die Statistik. Ich glaube, oh, okay, Schuss Level 6. Puckbeherrschung Level 5. Sinne 6. Skating 6. Physis 3. Und Verteidigung 2. Okay, fortsetzen. Jetzt noch die Einstellung. Okay. Jo. Echtzeit. Aua. Aha. 10 Minuten 3 bis 4 Shifts pro Drittel. Oder 5 Minuten. 1 bis 2 Shifts pro Drittel. Wir nehmen erstmal hier diese Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, wenn wir... Ah ne, das müssen wir so. Und dann machen wir 4 Minuten Halbprofi-Regeln NHL.
Be a Pro-Einstellung klassisch. Simulationsstrafen ein. Draft-Pick. Verteilung authentisch. Ja, das lassen wir. Ja, zurück. Erweitern. Das lassen wir auch fortlaufend und dann Overtime. Die Regeln lassen wir ebenfalls. Gameplay-Regeln, da fummeln wir auch nicht dran rum. Und dann geht es jetzt. Ups, Moment, hier stimmt was nicht. Ich hatte nicht gesagt 5 Minuten, sondern 4 Minuten. Das heißt zwar, wir werden wahrscheinlich nur 1 bis 2 Shifts pro Spielzeit kriegen, beziehungsweise pro Drittel kriegen. Und dann starten wir auch gleich in die Liga rein. Das erste Spiel dürfte dann gegen die Sorgino Spirit sein, wenn ich mich noch richtig erinnere. Neue Liga wird erstellt. Bitte warten. Sie. Nein, Spaß beiseite. So. Na, wird vorbereitet, dann macht das. Na. Wundert euch übrigens nicht für die, die jetzt neu dazugekommen sind, dass die Musik ausgeschaltet ist. Aber da gab es sonst rechtliche Probleme. Ja, da haben wir es. Gegen die Signor Spirits. Bewertung. Trainerfeedback haben wir natürlich noch keins. 20.09.16. Spieler bearbeiten. Nö. Spielerentwicklung brauchen wir auch nicht. Genau. Und ich würde sagen, wir starten gleich in das erste Spiel. Willkommen. Heute... Wapsala. Nichts überrumpeln. Heute beginnt für die Flint Firebirds ein neues Jahr. Wir haben in dieser Saison hohe Erwartungen an dich und sind sicher, dass du sie erfüllen wirst. Wir freuen uns schon drauf, deine offensive Durchschlagskraft einsetzen zu können. Okay. Liefere in diesem Jahr eine gute Leistung ab. Okay, das ist dein Jahr. Du bist für die NHL Empty Draft am Ende der Saison qualifiziert. Ab sofort lassen dich die Scouts nicht mehr aus den Augen. Also zeig, was du drauf hast. Was du kannst. Ich halte dich während des gesamten Jahres über die aktuelle Einschätzung der Scouts auf dem Laufenden. Dankeschön. Und wir spielen in der ersten Angriffsreihe. Und dann starten wir jetzt auch, ohne lang rumzureden. Jupp. Traditionell Spiellänge 4 Minuten Halbprofi und adaptiv. Da muss ich gerade mal gucken, ob die Live-Tipps, beziehungsweise hier einmal ganz kurz die Steuerung. Hybrid, automatische Rückwärtslaufen. Da hatte ich nämlich beim letzten Mal... Ups, na. Ach da. Irgendwie ein kleines Problem, was die Auswechslung betraf. Torhüter sind wir ja nicht. Oh, na gut. Vibration 1. Okay. Soweit, so gut. Scheint alles okay zu sein. Live-Tipps. Gucken, ob sie ausgeschaltet sind. Jupp, alles ausgeschaltet. Das brauchen wir nicht. Und dann startet das erste Spiel der Saison 2016-2017.
Was ist das denn für ein Bananenschuss? Okay. Signor Spirit zu Gast bei den Flint Firebirds. In Flint, Miami. Evan Cormier bei den Spirits und bei uns steht Bernd Morin im Tor. Und da ist das Anfangsbully. Bully gewinnen. Bitten. Au! Erster Schuss unverfehlt. Oh, nicht den Schiri wegkloppen hier. Was ich klasse finde, ist, dass man jetzt auch die Schifflänge sieht. Na, Mingan schnappt sich den Puck. Und Fehlpass von Wolf Mingan. Doch, der Fehler wurde behoben. Ach, schade. 36 Sekunden. 40. Und Save von Morin. 44 Sekunden Schifflänge. Ich glaube, 45 ist das, was wir momentan maximal haben sollten, damit wir keinen langen Schiff kriegen. Oh, wir dürfen anscheinend doch noch ein bisschen länger. Ah, wieder daneben geschossen. Ah ja, wir sind ja jetzt... Okay, jetzt müssen wir raus. Kein Spielmacher. Anscheinend immer noch nicht. Schöner Pass. Na, bitten. Jetzt müssen wir raus. Ja, nochmal einen Schuss abgegeben. Ich hoffe, dass das jetzt kein langer Schiff war. Nein, war es nicht. Super. Okay. Das ganze System hat sich hier auch etwas verändert. Ziel ist 59% C plus, 50% C, 78 ist gewünscht. Verteidigung 45%, 51 haben wir. Und Teamspiel 55% und 56 haben wir. So. Holmes. Oh, die Sorgina verbitten. Zigau. Morey. Peters. Und 1:0 für unsere Flint Firebirds. Und Alex Peters verwandelt zum 1:0. Jawohl. So. Das Geklacke war übrigens gerade die Liste der Spieler. Oh, und wir dürfen wieder aufs Spielfeld. Wow. Super. Ah ja, wir sind ja jetzt auch kein Spielmacher mehr. Mingan ins Abseits gelaufen. Na. Oh, Glück gehabt. Silz. Wieder auf Silz. Bitten. Silz. Ah, Silz noch mit dem Puck. Mingan. Schuss und daneben. 28 Sekunden, bitten. Ich lass doch bitten. Nein, Spaß. So. Firebird. Shiftlänge. Ich glaube, wir haben jetzt aufgrund des Scharfschützen eine Minute Shiftlänge, so wie es aussieht.
Ja. Au. Na. Und Bulli vor dem Tor unserer Firebirds. Schön. Bulli gewinnt. Na. Ah. Super. Pass auf Bitten. Silks. Und wir müssen raus. 1-10. Puh. Glück gehabt. Kein langer Schiff. Noch 1 Minute 40 zu spielen. Oh, Glück gehabt. Henderson. Sarviani. Harriardi, so rum. Murray. Und Fehlpass. Letzten 2 Sekunden. Damit Drittel Nummer 1 zu Ende. Spielstand 1-0. Spiel fortsetzen. 10 minus haben wir. Dollars. Ja. Yep. Interessant. $50 für die Team Jerseys. Also die Trikots. Oh, Silks. Abseitswarnung. Bitten, Silks. Wieder abseits, oh Mann. Mingan. Na, lässt du mich mal durch hier. Glück gehabt. Pittman. Schön. Au. Mingan. Schuss und daneben. Bitten. Mingan. Drehschuss verfehlt. Verdammt. Au. Nicht den eigenen Mann checken hier. 55 Sekunden. Mingan mit dem Puck. Ach, Mann. Na, 1-4. Jetzt müssen wir raus. Super. Poke-Track. Alles klar, wir versuchen es. Und gut von Moren gehalten. Oh, backe mein Zahn. Angriff könnte noch etwas besser sein. Wesentlich besser sein. Peter Pitt. Pittman Grzelewski. More Peters. Und entschärft. Oh Mann, Mann, Mann. Grzelewski. Und wenn der Schiri da nicht im Weg gestanden hätte, hätte ich auch was sehen können. Ja, okay. Guter Save. Pittman. Paris. Und daneben. Beziehungsweise auf den Spieler Sieger. Und Komia mit dem Save. Und es sieht so aus, als wenn wir eine weitere Eiszeit bekommen. Jawohl. Pittman. Bitten. Silks. Silks. Und Cormier mit dem Save. Cormier, Moment, das sagt mir doch was.
War der nicht letztes Jahr noch bei den Sudbury Wolves? Oder ist das sein Bruder? Soweit ich weiß, war Kumia allerdings ein Verteidiger oder ein Stürmer. Bulli verloren. Weggetrackt. Ja, verzögerte Strafe, leeres Tor. Wer das wohl kriegt. Ja. Wegen Stockschlags. Oh. Es war tatsächlich nicht Mingan, sondern Peters. Alex Peters, 2 Minuten wegen Stockschlags. Ja, merkwürdig. Oh, 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 Sarriardi. Scocco Lamilo. Und gut gesaved von unserem Keeper Sarriardi. Und weit weggeschlagen, noch 30 Sekunden in der Unterzahl. Na. Oh Mann. Ich glaube aber, dass wir jetzt erstmal keine Eiszeit mehr bekommen. Peters. Und da ist es drin. 2:0. Jawohl. 4 Minuten 33 vor Schluss des zweiten Drittels. Go Firebirds, go. Alex Peters macht das zweite Tor in der Saison und für die Flint Firebirds. Jawohl. So. Und da ist das Doppelpack beziehungsweise das dritte Tor. Ray Murray verwandelt hier zum 3:0 für die Firebirds. Jawohl. Super. 4:03 noch zu spielen. Brzelewski und Kumia mit dem Save und wir bekommen tatsächlich noch eine dritte Eiszeit im zweiten Drittel. Jawohl. Na, Bulli verloren. Na. Silks, wieder Silks. Versucht es selbst, Rückpass. Oh Mann, Mann, Mann. Ah, nicht den eigenen Mann wegchecken. Und gebrochener Schläger. Allerdings mit der Schlusssirene. Okay, das muss ich später machen. 3:0 nach dem zweiten Drittel.
und Spiel fortsetzen. Setzen. Hm? Setzen, meinte ich natürlich. Und auf geht's. Au. Na. Guter Save unseres Keepers. Weggetrackt. Silt. Mingan. Ah, schade. Silt. Mingan. Ah. Warum er da gerade nicht gepasst hat, kann ich euch nicht sagen. Und Moran mit dem Save. Moran mit 14 Paraden am heutigen Abend. Pfosten? Eigentlich habe ich den schon drin gesehen. Na gut, egal. Ja, und ihr seht schon, das Ganze ist hier nicht so einfach wie in NHL 16. Schöner Pass. Schönes Passspiel. Ach man, 1:02. Oh, wir haben tatsächlich noch etwas Eiszeit bekommen. Mingan. Oh, mit einem Fehlpass. Ich wollte eigentlich mal auswechseln, nicht, dass ich hier einen langen Shift kriege. Aha. Gut. Bodycheck haben wir einen von zwei. Schöner Pass und schöner Schuss. Murray. Kreis. Ja, manchmal würde ich das auch lieber. Seager. Murray. Wieder auf Seager zurück. Grzelewski. Schuss und Save. Oh Mann. 9 Minuten 30 noch zu spielen jetzt. Koski. Oh, guter Save von Moran. Und wir kriegen tatsächlich noch eine dritte Eis... dritte Eiszeit. 8 Minuten 38 noch zu spielen. Oh, Glück gehabt. Oh, nicht den eigenen Mann checken. Schöner Pass auf Mingan. Oh, wieder an den Pfosten. Gut abgefangen, Bitten. Mingan mit einem Schüsschen oder was auch immer das gerade war. Auf jeden Fall war es kein richtiger Schuss. Au! 3:1. Schade. 48 Sekunden Schiffslänge. Na gut. Jawoll! Schön, 4:1. 3 Minuten 44 noch zu spielen. Will Bitten verwandelt zum 4:1.
auf Zuspiel von Sills und Mengan. So, ein Angriff, denke ich mal, können wir noch fahren. Weggetrackt. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, raus. Oh, na, schöner Pass auf Mengan. Au. Okay. Nur noch eine Minute. Ich glaube, da lässt uns der Trainer so lange noch auf dem Spielfeld. Oder werden wir noch mal ausgewechselt? Nee, tatsächlich nicht. Puh. Super. Sills. Mengan. Ah. Mengan will es wissen. Aber bisher ohne Erfolg. Oha. 37 Sekunden noch. Mann, 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 Mann. Jetzt müssen wir raus. 25 Sekunden vor Schluss. C plus Gesamt, B minus im Angriff, Verteidigung, C plus und Teamspiel B. So, okay. Sieger nochmal mit dem Schuss. 13 Sekunden noch. Na komm. 5 Sekunden noch. Wir dürfen noch mal kurz raus. Und damit ist das Spiel aus. Die Flint Firebirds schlagen die Sigourney Spirits mit 4:1. Jawoll. C plus Gesamt 60%. Ah, schlechter Schlagschuss, okay. Angriff C plus 61, B plus wäre das Ziel gewesen. C plus, da sind wir besser als das Ziel. Ja. Dann einmal fortsetzen. Die... na komm. Da haben wir es. Die drei Stars des Abends sind einmal Peters, Murray und Sari Järvi. So, wir gucken noch schnell auf die Tabelle. Ich glaube, da hat sich jetzt noch nicht wirklich viel getan. Da die anderen bisher ja noch nicht gespielt haben. Wir simulieren allerdings erstmal bis zum nächsten Spiel. Oh Mann. Entschuldigt. Ein Assist, ein Punkt. So. Oh. Windsor Spitfire mit 2 Punkten, 1 Sieg, 5:4 gewonnen. Gegen die Sanya Stings wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Kann man das irgendwo einsehen, wie die anderen gespielt haben? Ne, ich glaube nicht. Ne. Also zumindest nicht hier. Schade eigentlich. Na gut, wir speichern an dieser Stelle. Wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play NHL 2017 mit der Be a Pro Karriere. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Euer Wolf Mengan.